Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Metin 2. Ja, am Anfang gerade etwas Wichtiges. Ich habe ja Metin 2 mit einem, ja, nicht ganz so großen Ding gestartet. Also ich war ein bisschen enttäuscht vom Anfang. Aber mittlerweile ist es recht gut. Metin 2 macht mir Spaß und es kommen auch, also es gibt auch sehr viele Aufrufe und deshalb mache ich das Projekt natürlich weiter. Als Hauptprojekt noch nicht, aber als, ja, soll ich sagen, alle drei Tage probiere ich es aufzunehmen, weil ich natürlich wenig Zeit habe und viele Projekte. Okay, viele jetzt nicht mehr, aber es ist halt einfach, ja, ich möchte gerne aufnehmen, aber meistens geht es mir nicht ganz so gut zum Aufnehmen. Deshalb soll, wenn momentan noch ein bisschen wenig kommt, aber eben wenn sich das dann lohnt, mache ich es dann natürlich auch öfters. So, die Hochzeit der Tochter. Habt ihr Kinder? Dann würdet ihr meine Sorge sicher verstehen. Es geht um meine Tochter. Sie hat diesen Mann kennengelernt, die ihr völlig den Kopf verdreht hat. Nun ist sie mit ihrem Geliebten durchgebrannt. Er stammt aus Chunjo. Natürlich war ich dagegen. Ein Name aus Shinjo kann doch keinen vergeistigen Träumer aus Chunjo heiraten. Dachte ich. Wir trennen uns im Streit. Sie ist mit ihm geflohen. Ich habe gehört, dass sie ihn heiraten will. Nun wartet meine Tochter auf ein Zeichen von mir. Was soll ich tun? Sie ist mein einziges Kind. Natürlich werde ich dir meinen Segen geben. Bitte gehe für mich zur alten Frau und bitte sie bei der Hochzeitsvorbereitung zu helfen. Ja, mache ich. Ja, die alte Frau ist ja neben dran, kannst du das selber reden. Nein, ich will nicht zu erzählen. Geht's noch? Ja, ich habe beim Client immer noch große Probleme, dass ich starte und der Sound ist weg und ja, ist er lange geladet und keine Ahnung, wahrscheinlich wegen Windows 8.1 und ja, ich werde natürlich Windows 10 holen. Ich hoffe, das geht noch, das Spiel hier auf Windows 10, aber ich denke, ich bin post, also ja. Und die Entwickler werden sicher auch ein Patch dann rausbringen, wo das nach der kompatibel macht. Also bin ich eigentlich zuversichtlich. Und ja. Also wie ich höre, seid ihr Wahrsagerin. Deine Augen verraten mir, dass du noch nicht lange auf dieser Welt bist. Warum wünschst du bereits so früh, dass etwas über dein Schicksal zu erfahren? Gibt es einen bestimmten Grund? Dein Schicksal hält noch einige Ereignisse für dich bereit. Komm später wieder. Die Hochzeit der Tochter. Eine Frau? Alte Frau. Eine Hochzeit, sagst du? Nun, das ist ein wichtiger Moment im Leben einer Frau. Alles muss stimmen. Angefangen vom Brautkleid und dem Smoking des Bräutigams bis zu den Verlobungsringen, die durch die Zeremonie zu Eheringen werden. Wenn der Brautvater sein Einverständnis erklärt hat und die Nöten Yang für die Zeremonie zur Verfügung steht, so kann das Fest angerichtet werden. Besonders wichtig sind Blumen. Ohne einen Brautstrauß vom Bräutigam an seiner Liebste überreicht, kann keine Hochzeit stattfinden. Der Strauß sollte folgende Blumen enthalten: eine rote Blume vom hungrigen Alpawolf, eine orange Blume vom hungrigen Blauwolf und eine gelbe Blume vom hungrigen Alpenblauwolf. Komm wieder zu mir, wenn du alle drei Blumen besorgt hast. Ich sehe nach, ob die Blüten frisch genug sind und binde dann ein hübsches Bouquet daraus. Das kannst du anschließend zu meiner Schwester bringen. Sie wird die Zeremonie durchführen. Okay, dann ist hier drüben irgendwo noch eine Quest. Ja, bei ihm, beim Schmied. Da ist die Betty 123. Hallo Betty 123. Wie das aussieht. Die Animationen sind nicht ganz so frisch. Für wen ist die Angelroute? Du hast sie noch nicht abgeliefert. Die Angelroute ist für den Fischer unten am Fluss. Beide dich erblinden sie dringend. Was habe ich noch für eine Quest? Ja, keine. Okay. Oh, hier ist ein gelber. Der ist aber zu stark natürlich. Wir schaffen ja nicht mal den 10er. Ja, okay, mit Level 6. Level 6? 7, okay.
Dann mal Fertigkeiten Skin. Ich will den Skin. Eigentlich nein. Ich mache noch einen Purpurs Wolfsseele. So. Da ist ja der Fisch. Angelroutenverkauf. Ein fantastischer Preis. Eine Angelroute mit rutschfestem Griff und dazu noch 100 Köter und 20 Würmer als Gratisbeilage. Wir, der Herren der besten Routen, bieten unseren Kunden ein 3-in-1 Angelroutenpaket für 3980 Yang auf. Kaufen Sie jetzt. Nicht kaufen. Ich will das nicht lesen. Der Schmied sendet diese neue Angelroute. Ich danke dir. Nun kann ich endlich meinen zwar treue, aber schon recht abgenutzte alte Angeln ausmustern. Mit dem Angeln verdiene ich nicht nur meinen Lebensunterhalt, sondern es ist für mich auch einer der größten Freuden des Tages. Bist du mit der Angelskunst vertraut? Nimm zuerst die Angel in der Hand, dann fände deinen Köter, indem du ihn anklickst. Wirf die Angel dadurch aus, dass du die Fertigkeit Fischen benutzt. Wenn du denkst, dass ein Fisch angebissen haben könnte, nutze die Fähigkeit erneut. Falls du dich geirrt hast, versuche es einfach noch einmal. Diese Gewässer sind aufgrund ihrer Artenvielfalt sehr gut zu befischen. Zudem ist Fisch nicht nur nahrhaft und gesund, sondern kann auch wertvolle Schätze mit sich bringen. Versuche es ruhig einmal. Ach ja, hier ist ein Beleg für den Erhalt der Angel. Bitte überreiche sie dem Schmied, wenn du in die Stadt zurückkehrst. Wie viel Geld habe ich? 10.000. Ich weiß nicht, sollen wir schon fischen? Laden öffnen. Ab Level 30, ja. Ja, ich habe schon gedacht. Ach, Metin 2. Du enttäuschst mich gerade. Eine große Täuschung, was du mir machst. Ah, ich brauche Metin 3 unbedingt. Eins auf europäische Spiele abgeschnitten. Nicht so Grinding-Zeugs. Das wäre so cool. Ich brauche unbedingt eins. Gib's mehr! Hast du den Fischer gewunden? Wunderbar! Das hast du mir mit diesem Booten viel Zeit gespart. Also danke, gebe ich dir einige Yang als Belohnung. Hey, ich brauch Items, nicht Yang. Oh, jetzt ist die Quest auch schon vorüber. Du weißt doch, dass der Rüstungshändler mein Vater ist, oder? Ich will ihm das Abendessen vorbereiten, aber ich weiß nicht, was er essen will. Könntest du ihn fragen, was er essen möchte? Für deine Mühe werde ich dich auch belohnen. Pff, was sind denn das für Quests? Abendessen für Vater machen. Easy, gute Quest. Dann sind es so extrem schwere Zutaten, die man nicht finden kann, so. Oh je. Yeah. Willkommen, ich habe Rüstungen, die dich gegen Messer- und Schwertangriffe schützen. Oh, meine Tochter schickt dich. Sie fragt sich sicher, was sie heute Abend kochen soll. Lass mich überlegen. Ich hätte gerne einen scharfen Eintopf mit Wildbär, würzigen Kohl und 2 Eiern. Darauf habe ich richtig Appetit. Da diese Quest mir noch ganz gut im Kopf ist, muss ich mir merken, was es ist. Wildbär, würzigen Kohl und 2 Eier. Also 2 Eier ist wichtig, Wildbär, würzigen Kohl. Also Wildbär, würzigen Kohl und 2 Eier. Sind es dann ganz böse Antworten und ich bin dann voll getrollt geworden. Ich bin voll dann... Hat mein Vater gesagt, was wir heute haben müssen? Ein Topf mit Schwein. Das da! Nein! Wildbär, Kohl und ein Ei. Ein Topf mit Wildbär, Kohl und 2 Eiern. Danke, dass du mir diese Information so schnell gebracht hast. Hier ist deine Belohnung. Boah, 1000 Erfahrungspunkte, 1500 Yang. Easy. Beste Quest. Solche Quests will ich immer wieder machen, bis mir wieder langweilig ist und dann will ich sie nicht mehr machen. Ey, leck nicht, blödes Metin 2. So, wir gehen jetzt Monsterklöppen. Kloppen. Und ich weiß nicht, was man sonst noch machen muss.
Hungriger Alpha-Blauwolf ist wahrscheinlich selten. Hungriger Keiler. Ja genau, häng doch am Brückenpfeiler fest. Heidi. Ich weiß, dass es ab Level 30 dann recht zäh wird. Ich hoffe, wir kommen da gut durch. Und sonst eben, ihr dürft mir gerne Hilfe anbieten. Das ist etwas, das ich wahrscheinlich gebrauchen könnte. Als Gegenleistung ist natürlich ein Platz im Let's Play Ding drin, liegt drin oder so. Sonst kein Problem, wenn ihr nicht wollt, dann müsst ihr nicht. Vielleicht könnt ihr ja auch als Young-Einsammler degradiert werden. Dann habt ihr ein bisschen mehr Geld investiert. So. Ich weiß nicht, ob man die killen muss, aber ich will die mal ein bisschen killen. Weil ich ein bisschen Action brauche. Mein Action war, mein Tag war ja ganz ohne Action bei diesem Sport, was ich gemacht habe. Den brauchen wir doch. Sind wir stark schon? Easy peasy. Wieder komische Geräusche machen. So. Ja. Also zwei Blumen haben wir schon, also dann müssen wir noch die Blauwölfe töten. Ja, nicht diese Blauwölfe. Hungriger Blauwolf? Nein, sind die großen. Hungriger Alpha Blauwolf. Voll auf Musik. Explodieren! Super Saiyajin, yeah! Eins auf die Eier, yes! Bam, bam. So viel Arbeit für nichts, halt die Fresse, ich hab dich nicht gefragt, ob du mir etwas nennen kannst. Ah. Boom! Yay! So, ich schaue noch Quests durch. Abendessen. Keilerjagd. Okay. Ich will mal den angreifen, Level 9. Könnten wir schaffen. Easy. Sogar noch eine Glyphe bekommen. Ich brauche jetzt die normalen Ding, die da. Von der Farbe her ist das gut, oder? Easy. Wir gehen mal unten durch. Da gibt es, glaube ich, noch mehr Keile. Da gibt es noch ein gutes Level-Gebiet. Da werde ich mal ein bisschen Level noch. Und ja, ein bisschen Abwechslung geben in dieses Let's Play. Weil momentan das Game halt noch nicht so gut Abwechslung bietet. Aber es ist toll, dass es so erfolgreich ist, dass viele zuschauen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Und ja, das hilft mir natürlich auch weiter besser werden. Kann ich den besiegen? Der ist ein bisschen stärker, hä? Ja, nein, der... Dafür haben wir zu wenig Mana. Ich werde das Mana jetzt nicht auffrischen mit Mana-Tränken. Die spare ich mir noch auf. Wir haben zwar viele, aber nicht ganz so viele. Kann ich die nicht? So kann ich die nicht stacken. Blauer Trank K, blauer Trank. Nicht handelbar. Okay, weil es Mana-Tränke sind, die nicht handelbar sind. Solch eine Frechheit. Hau ab. So. Wir haben, glaube ich, nichts bekommen. Das sind auch die falschen.
Hungerrote Keiler sind nicht die richtigen. Ich weiß jetzt gar nicht welche. Also bei der einen Quest sind sie normale Keiler, aber es gibt ja noch eine Quest. Ja, such dringend nach dir, ich hab's ja gesehen. Nervt mich nicht mit dem. Da ist ja nochmals der Dschungelmonster. Ist das der andere? Muss ich gleich mal schauen. Ja, das ist der gleiche, oder? Ich habe mich gar nicht an den Namen. Ich habe den Namen gar nicht gemerkt. Ach komm schon. Was ist jetzt los, du Schrottschraube? Wieder, von denen kommt man immer wieder ein Eintmübel. Und das ist nur Zufall. Also, was kommt danach? Also ich möchte ja wie immer ein paar Charaktere machen. Aber momentan habe ich keine Zeit, zu meinem Off-Video hochzuziehen und dann zu zeigen. Dann bleibe ich noch bei dem. Ich mag ihn zwar nicht so, weil er nicht so gut pullen kann. Aber ich könnte zum Beispiel so einen Waffenzura noch machen oder irgendwas. Ein Mentalkrieger, der ist recht gut beim Farmen. Aber momentan nicht. Also ich werde bei ihm bleiben. Der ist genug gut. Und ja, soll ich sagen, brauche jetzt nicht andere Charakter. Also wenn jemand einen Bogen Ninja machen kann, nur zum Pullen und so, der hätte bei mir einen Sonderplatz verdient. Weil das recht eine unbeliebte Klasse ist, habe ich so gehört. So, wir brauchen noch ein paar Items, also ich weiß jetzt nicht, wie viel die jetzt da noch bringen. Da ist Betty wieder. Aber sonst einfach mal Quests die ganze Zeit machen, können wir mal ein bisschen hier leveln. So. Hier haben wir noch ein paar Gegner. Ist ein bisschen weniger geworden, habe ich irgendwie das Gefühl. Sonst waren hier an diesem Platz immer recht viele Monster. Mann, oh. Spammt nicht immer so viel. Ich weiß, wo die Homepage ist, wo Facebook Homepage ist und alles mögliche. Wow, zwei Items auf einmal. Das ist Sura. Ja. Ach, Menno. Immer Items, die wir nicht brauchen. Und die Steuerung ist auch ein bisschen komisch. So hat er sich umgedreht, weil ich die Maus dort hatte. Sah lustig aus. Ja, ich weiß, dass ich ein Level Up habe. So. Und jetzt werde ich den noch skillen, oder? Ich weiß, ja. Wir haben so wenig Plätze hier. Ich werde den mal runter tun. Den benutze ich nicht so viel. So. Hä? Ah. Okay. So. Buffen wir mal. Ja, so viel Mana sieht es auch nicht. Dann sind wir noch ein bisschen schneller.
Sodele. Noch ein bisschen Blauwolfis angreifen. Ja, aber fast nicht getroffen. Hä? So, Dele. Also gehen wir wieder zurück. Ja, wir könnten die da oben noch killen. Aber dann ist gut. Das sind nämlich recht viele. Okay, wir haben es überlebt. Ich wollte gerade einen Heiltrank saufen. So, also dann gehen wir nach oben. Und, ja, die Blumen haben wir auch. Schon 18.000, wir bekommen so viele. Young. Wer ist da wieder? Dich, du bist das Sonderziel von mir. Komm und greif mich an. Wow, mit einem Schlag schon so viel Schaden. Ja, genau, ein Fächer. Ach komm schon. So, mit Level 15 werden wir immer wieder diesen am häufigsten. Immer diese angreifen und Bücher sammeln. Aber bis dann lohnt sich's noch nicht natürlich, weil wir es nicht schaffen. Alleine. Hier haben wir schon 18, ich würde auf 20 hochgehen, weil wir defensive mehr brauchen. Und ich glaube 10 mehr als Dex brauchen wir. Ja. Aber ich werde zuerst Dex auf 20 bringen und dann erst höher stellen. Und niemand kloppt die gelben Steine? Okay. Hm. Kannst du mir helfen? Seit die Martinsteine fallen, ist eine unbekannte Krankheit ausgebrochen. Viele Ärzte suchen nach einem Gegenmittel. Aber uns fehlt eine notwendige Zutat, um die Arznei herzustellen. Außerdem, außerhalb des Dorfes gibt es wilde Tiere. Wir können uns da dort nicht frei bewegen. Kannst du mir die Zutat für die Arznei bringen? Ich frage dich, weil du ein Soldat bist. Ich brauche für die Arznei die Leber eines Blauwolfes. Easy. Wir gehen einfach dann wieder runter dort. Hm. Ja, es ist schon viel Nostalgie in diesem Spiel. Und die Betty ist wahrscheinlich gleich weit wie ich. Die Hochzeit der Tochter. Danke, das sieht sehr gut aus. Hier, nimm diesen Brautstrauß und begib dich damit zu meiner Schwester. Und wo ist deine Schwester? Da oben. Das ist nicht dein Ernst. Jetzt müssen wir in den zweiten Akt. Dann machen wir das noch in diesem Part. Ja, wir laufen ein bisschen zum zweiten Akt und ja, weil wir noch anders nichts zu tun haben. Ah, ich weiß noch, dort gibt es doch diese coole Musik, aber nervige Musik. Ich weiß nicht, was das ist. Für einen Musikstil, das werdet ihr dann sehen, hören. Und ja. So. Und kommt dieser Jungmok nochmal? Ich möchte mich beschügen, ich suche noch jetzt nach ihm. Oh.
Moment. Okay, das Portal ist ja jetzt gleich da. Und hier gibt es doch irgendwo die Frauen überall. In diesem Game kloppt man einfach am Anfang, also sobald man nicht mehr so schnell levelt, immer diese Frauen. Die ganze Zeit kloppt man an Frauen herum. Was ist denn das für ein böses Spiel? Das muss ich sofort der Polizei melden. Nein, nein. Ah, man sieht das Portal schon, aber ich komme hier nicht rein. Ich finde es auch gut, dass man auch mal gegen Frauenklang kämpfen kann. Und so ist es ja nicht, sind nur die digitale Frauen. Oh, Tiger. Ich kann sie ja dann im zweiten auch kurz zeigen, welche ich meine. Da weiß ich auch wieder, wie die heißen. Banditen, glaube ich, nur oder so. Aber ein komischer Name noch. Das ist jetzt nicht. Wow, ein Pfeil zeigt zum Portal. Da müssen wir also hier rein. Hätte ich jetzt niemals gedacht. So. Aha, das ist das richtige Reich. Okay. Dort soll die Schwester der Frau sein. Die ist ein bisschen leiser, habe ich das Gefühl. Ha, hier sind die Frauen. Weißer Eid Clan, okay. Okay, jetzt ist es wieder lauter. Hier gibt es auch wieder neue Metinsteine. Eine ist sogar, glaube ich, Level 30 hier. Also, ihr müsst mich verstehen, wenn ich die Musik dann mal ausmache hier, wenn ich hier am Leben bin. Das ist ja hässlich. So langsam nervt mich diese Musik allzu sehr. Weil ich hier irgendwie, weiß nicht, irgendwie 3-4 Monate nur immer gelevelt habe, weil ich immer nicht so hohe Gegner angegriffen habe wegen dem Farmen. Da habe ich noch richtig Lust gehabt, einfach die ganze Zeit zu farmen. Heutzutage ist es ganz anders und wegen dem Let's Play möchte ich da auch nicht die ganze Zeit meine Lust hier verbringen im Farmen. Aber da war ich so extrem. Das sind sogar noch andere. Schwarzwind-Clan. Das ist einfach mega. Ich glaube, die Ding ist wieder hier, hä? Oder war die da geblieben? Ich glaube, die ist da geblieben, dann ist. Dann kommt die wahrscheinlich auch bald mit der Quest. Wenn sie die gleiche Quest macht. Au! Das ist böse, die greifen mich einfach an. Immerhin haben wir schönes Wetter. Ich glaube, dich tot, dann hast du schönes Wetter im Jenseits. Genau. So, jetzt sind wir gleich hier. Und im nächsten Part treffen wir uns dann wieder in der normalen Stadt. Machen wir dort wieder Quests. Weil hier müssen wir gar nichts tun. Ich gehe dann unten rum. So. Wo ist der? Da ist er unten irgendwo. Oder sie, die Schwester. Das ist ein fahrender Händler, der bietet irgendwas an. Ich weiß jetzt nicht genau was. Gar nichts, okay. Und den Teleporter teleportiert mich wahrscheinlich wieder zurück. Ah, das können wir mal kurz anschauen, dann sind wir vielleicht wieder schneller zurück. Ja, genau. Ihre Schwester ist eine gleiche alte Frau. Die Zwillingsschwester mit dem Zwillingsnamen. Genau. Die Hochzeit der Tochter. Hier sind die Blumen für die bevorstehende Hochzeit der Tochter Octavius. Sie sollen der Braut mit einem Segen überreicht werden. Sie wird wissen, von wem sie stammen. Auf zu Octavio, worauf wartest du noch? Jetzt müssen wir sicher 1000 Euro oder so zahlen, aber das lohnt sich auch, weil schaut euch an, die Bewegungsgeschwindigkeit ist ein Opfer des Games. Schätzungsweise.
Nun gut, Teleporter, ich will aber unbedingt wieder zurück. Was, es geht nicht, oder was? Dass deine Rückkehr nicht funktioniert? Was? Ja, Level 10! Wollt ihr mich verarschen? Dann gehen wir unten nur. Also, naja, ich werde jetzt die den Part beenden. Und im nächsten Part treffen wir uns wieder da oben am Portal. Okay, Dankeschön fürs Schauen und Musik ist ein bisschen laut. Und ja, machen wir jetzt wieder viel mehr Spaß, auch wenn wir jetzt noch ein bisschen reiten müssen, ja genau. Ich würde gerne reiten. Nein, wenn wir laufen müssen viel. Aber ja, ist halt so in einem solchen Game. Und eben, wenn ihr Lust habt, dürft ihr mitmachen und mich auch unterstützen. Also, wenn ihr nicht mitmachen wollt, könnt ihr gerne mich Items geben und so. Ich kann auch Items zurückgeben, weil ich dann wahrscheinlich auch mehrere bekomme, die ich nicht brauche. Und ja, anderswo irgendwie unterstützen. Gerne, sehr gerne. Und ja, also damit sage ich Tschüss, bis zur nächsten Folge. Bye.